Und bevor wir starten, Sie haben es gerade schon gesehen, Unentschlossenheit und Wankelmütigkeit sind nur zwei Effekte, die wir so sehen. Digitalisierung ist die Ursache oder Wirkung, ist sie Weg oder Ziel? Unser Keynote-Referent Anders Inzet hat uns da gestern schon einige Impulse gegeben. Ich möchte es gerne nochmal aufgreifen. Für die Welt, in der wir heute leben, haben die Amerikaner nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs einen Begriff gefunden. VUCA, den kennt der ein oder andere. VUCA steht für Schnelllebigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Für die Amerikaner nach dem Ende des Eisernen Vorhangs war diese Welt tatsächlich so. Vor, also im Kalten Krieg, tatsächlich viel Sicherheit, Gut und Böse war klar definiert. Und nach dem Ende des Kalten Krieges für das amerikanische Militär große Unsicherheit. Und dieser Begriff wird auch heute oft aufgegriffen, um unsere Märkte zu charakterisieren. Unsere Märkte sind schnelllebiger geworden, sie sind unsicherer geworden, sie sind komplexer geworden und sie sind oftmals mehrdeutig geworden. Ich möchte das an zwei Beispielen zeigen. Wenn Sie sich mal diese Grafik ansehen, das ist die Zeit, die es gebraucht hat, um mit einer Technologie 50 Millionen Anwender zu erreichen, in Jahren. Wenn wir da ganz links gucken, da haben wir die Fluggesellschaften, da hat es noch 68 Jahre gedauert, beim Automobil waren es 62 Jahre. Und wenn wir weiter nach rechts gehen, dann haben wir hier Twitter. Twitter hat 2 Jahre gebraucht, um 50 Millionen Anwender zu erreichen. Also ja, Verbreitung von Technologie ist auf jeden Fall schneller geworden. Den Vogel abgeschossen hat natürlich Pokémon Go. Bei Pokémon Go waren es unwahrscheinliche 19 Tage, um 50 Millionen Menschen zu erreichen. Das ist schon heftig. Also wir haben heute viele Kanäle, Marktplätze, Netzwerke, die schon eine wahnsinnige Anzahl von Menschen erreichen. Facebook steht meines Wissens gerade bei knapp 2 Milliarden Usern. Und damit auch immer wieder die Möglichkeit, sehr, sehr schnell neue Technologien, neue Produkte in die Märkte zu kriegen. Man sieht es auch, wenn man mal betrachtet, das ist eine Grafik, die bildet ab die Top 10 Unternehmen in Amerika. Das ist eine Grafik aus Amerika in den letzten 100 Jahren. Ganz links 1917, in der Mitte 1967 und ganz rechts 2017. Was sofort auffällt, Sie sehen das hier, die Großen hier alle, alles Tech-Unternehmen. Also wir leben definitiv in einer Technologiezeit. Technologie bestimmt ganz, ganz viele Märkte und Produkte. Und was auch ganz, ganz stark auffällt, von denen, die da ganz links noch zu sehen sind, ist heute keiner mehr im großen Stil aktiv. In der Mitte IBM, das kennt man noch, das ist durchaus noch ein Begriff, aber auch ganz anders aufgestellt heute als noch vor 50 Jahren. Und ganz rechts die Top 5, die GAFAs dieser Welt. Alles Technologieunternehmen und alles Plattformunternehmen, die alle zusammen eine unwahrscheinliche Anzahl von Menschen erreichen. Und wo mir das bewusst geworden ist, was Disruption wirklich bedeutet, das war, als ich diese beiden jungen Herren getroffen habe. Da saß ich im Café, das war in Cupertino um die Ecke beim Apple-Hauptquartier und habe einen Kaffee getrunken mit meinem Kollegen Karl Fuchs. Und am Nachbartisch saßen diese beiden jungen Kerle und haben ganz wild in ihren Apple reingeklopft. Und irgendwann habe ich mir gedacht, was machen die da? Spielen die World of Warcraft? Spielen die irgendein anderes Online-Rollenspiel? Und irgendwann haben wir uns dann getraut und haben sie gefragt, was macht ihr da? Dann haben die gesagt, sie arbeiten gerade an einem Highschool-Projekt. Sie entwickeln gerade ein neues soziales Netzwerk. Das machen die nachmittags im Café. Und diese Großen dieser Welt, diese Googles und Facebooks, das ist ihnen durchaus bewusst, dass ihre marktbeherrschende Stellung zwar jetzt da ist, aber genauso schnell auch wieder verschwinden kann. Das ist nämlich das Verrückte an diesen Netzwerkeffekten. The winner takes it all. Aber es geht auch ganz schnell, weil ich nicht mehr viel brauche, um groß zu werden, dass ich auch wieder überholt werde. Anders hat gestern auch das Beispiel MySpace gebracht. MySpace war das größte soziale Netzwerk noch bis vor ungefähr 10 Jahren und wurde dann von Facebook überholt. Und Facebook ist total bewusst, das kann genauso schnell gehen. Die haben halt inzwischen eine ganz ordentliche Kriegskasse und kaufen vieles auf. Aber es ist tatsächlich so, dass Größe allein kein Garant ist für dauerhaften Erfolg in der aktuellen Zeit. Was viel wichtiger geworden ist,
Und das merken wir auch, wenn wir in die Historie zurückgehen. Ich meine, warum sind wir heute da? Ich muss wieder auf Anders verweisen. Anders hat gestern gesagt, der Homo sapiens ist die erfolgreichste Spezies auf dem Planeten Erde. Definitiv. Warum? Weil wir so groß sind? Die Dinosaurier waren definitiv größer, aber warum haben wir die Dinosaurier überlebt? Wir waren anpassungsfähiger. Und das ist es auch heute, was uns auszeichnet und was auch Unternehmen auszeichnet, diese Anpassungsfähigkeit. Das ist nicht die Größe, die schützt. Es ist die Geschwindigkeit, mit der ich mich auf neue Marktumgebungen anpassen kann. Also es gilt heute für Unternehmen immer wieder die Frage, was ist der richtige Mix aus Methoden, also Arbeitsmethoden, aus Organisation, aus Ressourcen, Belegschaft und aus Innovation. Und diesen Mix müssen Unternehmen in dieser digitalen Welt, in dieser schnelllebigen Welt, immer wieder neu für sich finden. Ist die Digitalisierung jetzt Weg oder Ziel? Vier Anregungen möchte ich Ihnen da noch mitgeben. Also was die Digitalisierung auf jeden Fall möglich macht, sie hilft uns, komplizierte Probleme zu lösen. Wir haben das gestern gesehen, Mensch gegen Maschine, beim Zauberwürfel. Das ist ein triviales Spielzeug. Beim Schach ist das Thema ja schon durch. Und auch das Spiel Go, wer das ein bisschen mitverfolgt hat, dieser Google-Computer, Deep Learning-Algorithmen, hat diesen weltbesten Go-Spieler geschlagen. Auch hier, alles was komplizierte Probleme sind, sind wir uns, ist klar, Maschine ist schneller. Das sind immer so prominente Beispiele, weil die jeder versteht, aber auch in ihren Industrien, überall, wo sie komplizierte Probleme haben, ich denke an Verschnittoptimierung, weil ich auch einen Herrn Scheuerer gerade in der ersten Reihe sehe, Verschnittoptimierung kann heute ein Rechner besser lösen als ein Mensch. Und genauso ist es bei komplexen Problemen. Überall da, wo ich unsichere Einflussfaktoren habe, auch Rechner haben heute noch Schwierigkeiten mit komplexen Fragestellungen. Und gleichzeitig können sie helfen, komplexe Fragen schneller zu beantworten, Unterstützung zu leisten, Stichwort Analytics, um große Datenmengen zu analysieren und Hilfestellung bei Entscheidungen zu geben. Digitalisierung hilft sicherlich auch dabei, schneller zu reagieren. Auch hier wieder denken Sie an Personaleinsatzplanung, denken Sie an Produktionsplanung. Sie können durch die Massen der Daten, die Sie in digitalen Systemen verarbeiten können, sicherlich schneller auf neue Herausforderungen reagieren. Und sie schafft neue Geschäftsmodelle. Wer sich erinnert, ich habe gestern von meiner Tochter erzählt, als ich das Bild von einem Handy aufs andere Handy geschickt habe. Ich finde es immer noch verrückt. Ich meine, digital heißt, ich kann Ihnen was geben und ich habe es immer noch da. Das klingt immer so selbstverständlich, aber für mich ist das immer wieder total faszinierend. Das ist in jedem anderen Gewerbe, wenn ich zurückschaue, geht das nicht. Ich meine, wenn ich Ihnen jetzt einen Schuh produziere und gebe Ihnen den Schuh, dann ist der bei mir weg. Habe ich den Schuh in irgendeiner Form digital und gebe ihn, dann ist er bei mir immer noch da. Und das ist einer der Kernpunkte, wo digitale Geschäftsmodelle heute neue Möglichkeiten geben, die es in der Vergangenheit einfach nicht gab. Skalierung ist das Thema. Und was wir früher mal in Wirtschaft gelernt haben, diese Economies of Scale, diese Effekte der Massenproduktion, habe ich in der Form in digitalen Geschäftsmodellen kaum noch. Weil im Grunde gehen mir die Grenzkosten bei jedem neuen User gegen Null. Und Null ist echt wenig. Das sind alles Punkte, wo uns Digitalisierung hilft. Mein Kollege hat es gestern schon gesagt, nicht jedes Problem ist ein Hammer und wir wollen nicht jedes Thema digitalisieren. Das ist ein Brief an Santa Claus, bei uns ist es das Christkind. Dear Santa, how are you? I'm good, here's what I want for Christmas. Sie können es mal testen, dass Sie einen Amazon-Wunschzettel ans Christkind in der Form formulieren. Ich glaube, meine Kinder sind da nicht mehr weit weg. Die würden es schon probieren. Ich glaube, die erzählen es der Alexa und sagen dann, Alexa, bitte schick's an das Christkind. Wir halten das schon noch so, wir legen den draußen unterm Baum und nutzen Feenstaub. Also nicht für alles ist Digitalisierung geeignet, ist auch klar. Weil dieses Feld so vielfältig ist, ist es so spannend, darüber mit ganz verschiedenen Personen zu sprechen. Ich habe da gestern schon ganz tolle Gespräche führen können und ich freue mich, dass ich meine Gäste jetzt auf der Bühne begrüßen darf, unsere Teilnehmer unserer Podiumsdiskussion, weil sie ganz unterschiedliche Facetten dieses Themas auch im Gepäck haben. Und deshalb ist es so spannend, sie jetzt hier zusammen auf die Bühne zu kriegen. Meine Gäste, kommen Sie doch zu mir rauf. Ich begrüße ganz herzlich bei mir, ich nehme Sie mal in der Reihenfolge, wie ich Sie jetzt gerade sehe, den Herrn Baum von der Firma Model AG, den René Kuhn von der Firma Perlen Packaging, den Stefan Scheuerer von der
Hochschule Deggendorf, den John Behnert von der Firma Markgut, den Philipp Kempert von der Firma Birkenstock und die Eva Heuer von der Firma Tilcon und einfach den besten Platz nehmen. Der Teil hat schon super geklappt. Ja, ich möchte es gerne noch wiederholen, also ich kenne die jetzt alle, Sie kennen die alle noch nicht. Und ich helfe Ihnen jetzt nochmal, die Kollegen einzuordnen. Also Stefan Scheurer, Professor Dr. Stefan Scheurer, Professor für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Deggendorf, Vertreter von Wissenschaft und Forschung. Eva Heurer, bei uns im Haus zuständig für Personal. Philipp Kempert, Vertreter eines Lifestyle-Unternehmens. Sie kennen das Unternehmen vielleicht von der Schuhproduktion, aber ich glaube, der Herr Kemper wird gleich noch mal zwei Sätze sagen, dass Birkenstock inzwischen viel mehr ist als Schuhe. Herr Baum von der Firma Model. Model ist ein Hersteller von innovativem Verpackungsmaterial, insbesondere im Kartonagenumfeld. René Kuhn von der Firma Perlen Packaging. Perlen Packaging, habe ich gestern gelernt, verpackt, ist der drittgrößte Folienhersteller für die Verpackung von Arzneimitteln. Ist das richtig, René? Pharmazeutische Mittel. Und Jean Behnert, Inhaber der Firma Markgut und als Berater im Kontakt mit ganz, ganz vielen verschiedenen Kunden, die sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. Und deshalb, John, möchte ich gerne auch die erste Frage an dich stellen. Wir haben gerade schon kurz gesehen, also Digitalisierung macht manche Märkte schneller. Ist das was du bei deinen Kunden auch erlebst, dass die Märkte heute schneller sind, dass Kunden heute schneller reagieren müssen? Naja, was ich merke in der Industrie, es fängt an, dieses Umdenken. Ja, man sagt immer noch, Mensch, das ist ja schön, dass die schnell sind, aber sie sind auch nicht lange da. Ja, du hast vorhin das Beispiel gebracht von Pokémon Go. Die haben zwar sehr, sehr schnell viele User gefunden, aber sie waren auch sehr, sehr schnell wieder weg vom Markt. Mhm. Und lange Zeit denkt man immer noch, okay, ich habe so ein uraltes Unternehmen und das hält sich auch lange. Aber das Umdenken fängt an, weil man merkt, okay, den Trend, der gerade passiert, da darf ich gar nicht mehr draufsetzen, sondern ich muss eigentlich schon auf den nächsten gehen. Und diese Umdenkstrukturen fangen überall an. Das ist jetzt von Vorständen erkannt worden, die fangen an, das langsam runterzutreiben, aber das wird noch seine Zeit brauchen. Das ist das, was ich merke. Also dem Trend im Grunde immer einen Schritt voraus zu sein? Nein, zwei. Zwei Schritte? Also wenn ich den nächsten Schritt sehe, brauche ich ihn nicht mehr angehen, dann bin ich schon zu spät. Also ich muss eigentlich schon die danach sehen. Jetzt haben wir hier zwei Vertreter von zwei Unternehmen, die man eher so, also physikalische Produkte, relativ klassisch. Hat sich in Ihrer beiden Unternehmen in den letzten 3 Jahren etwas verändert? Merken Sie das Thema Digitalisierung? Ja, also ich kann mal auf jeden Fall bestätigen, dass wir das Thema spüren. Jetzt ist die Druck- und Verpackungsindustrie und auch die Papierbranche sicherlich nicht eine Industrie, die da immer vorwegprescht, um das mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Aber auch in dem Thema, was er gerade angesprochen hat, Organisationen, merken wir jetzt, dass wir uns da anders aufstellen müssen, uns auch anders aufgestellt haben und jetzt die ersten Schritte da in die Wege leiten. Aber mir geht es persönlich immer noch zu langsam. René, wie ist es bei euch? Ja, Digitalisierung ist sicher immer ein Thema. Also jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist Digitalisierung? Wir haben vorher gesehen, Trim. Trim ist für gewisse Leute einfach eine Software, die funktioniert. Andere sagen, das ist Digitalisierung, bringe da viele Daten zusammen und bekomme eine Lösung am Schluss. Das ist halt im Unternehmen auch rauszufinden, was ist für das Unternehmen genau die Digitalisierung und was sind die entscheidenden Punkte. Für gewisse ist, wenn ich ein Dokument einscanne und ablege, ist das auch Digitalisierung. Also die richtigen Schritte, ich meine, man kann dann auch von Big Data gehen und dann IoT-Datenbanken und weiß nicht was, das ist wahrscheinlich eher bei der IT-Digitalisierung. Für die Sekretärin ist es eben vielleicht dann eben einfach nur das Dokument einscannen und ablegen. Und das ist, glaube ich, schon die Herausforderung im Unternehmen, herauszufinden, was ist eigentlich die Digitalisierung und welche Punkte wollen wir angehen und in welcher Priorität. Und eben auch in 2, 3, 4 Schritten oder sogar 5. Ich habe es so schön, wenn ich heute weiß, wie das Wetter morgen ist, ist das schön, aber es ist nicht mehr Neues, das ist schon lange da. Schön ist, wenn ich weiß, ist das Wetter wirklich gut und kann ich dann das auch machen und ich produziere dann schon
optimal und das Wetter passt, das ist Zukunft. Nicht mehr herauszufinden, wie das Wetter vielleicht ist. Also, ja. Also herauszufinden, was die Digitalisierung, ich glaube, das ist die Herausforderung im Unternehmen. Das ist eine spannende Frage. Was ist eigentlich Digitalisierung? Jetzt haben wir natürlich Experten mit am Tisch sitzen. Das ist eine harte Frage, ich weiß. Aber das möchte ich natürlich jetzt nutzen, weil Digitalisierung, glaube ich, versteht jedes Unternehmen anders. Und es wäre jetzt wirklich spannend, Herr Scheurer, wie sehen Sie es jetzt aus einer wissenschaftlichen Perspektive? Was ist jetzt dieses Digitalisierung? Jetzt habe ich befürchtet, dass Sie mir die Frage stellen. Bietet sich an. Ich habe keine Definition parat, weil ich es wirklich selber nicht klar einstufen kann. Mhm. Ich würde mich gerne dem anschließen, was der Herr Kuhn sagt. Ich glaube, dass es individuell definiert werden muss, dass wir heute Firmen in einem Reifegrad haben, die auf Stufe 2 in der Skala stehen, aber über Stufe 5 sprechen. Mhm. Und dass wir in den einzelnen Bereichen auch sehr heterogen aufgestellt sind. Also was in der IT vielleicht heute diskutiert wird über irgendwelche neuen Datenhaltungsformen mit NoSQL, Hadoop oder irgendwelchen anderen Plattformen, sagt dem anderen noch gar nichts und der hat ganz andere Probleme. Ich glaube, auf die Frage nochmal einzugehen, Digitalisierung ist ein Portfolio aus Buzzwords, die wir aber gut einsortieren können müssen. Und dieses Einsortieren muss mit Fachwissen passieren, dafür sorgen wir hoffentlich an den Hochschulen, muss aber individuell passieren, um dann auch für sich selber abzuleiten, wo springe ich hin. Also eine sehr individuelle Definition. Eigentlich keine Definition. Ich drücke mich um eine formale Definition. Merk schon. Doch, ganz der Professor. Naja, man tut sein Bestes, gell? Jetzt haben wir auch einen Vertreter am Tisch, auch eine Firma, die ein ganz haptisches Produkt darstellt. Ich überlege jetzt gerade, wie Schule digitalisiert werden können in der Zukunft. Herr Kempert, wie beschäftigt sich die Firma Birkenstock, wenn wir jetzt mal das Produkt anschauen mit dem Thema Digitalisierung? Ja, also wir bei Birkenstock, wenn man Birkenstock als Unternehmen selber anschaut, wir sind ja älter als die Dampflok, die Wurzeln gehen zurück auf das Jahr 1774. Wir haben als Unternehmen schon ganz viele Schritte in der Evolution gemacht. Wir haben die Dampflok kommen sehen, wir haben das Internet kommen sehen, wir haben die industrielle Revolution kommen sehen. Und natürlich einen Schuh an sich, den kann man nicht digitalisieren. Wäre jetzt auch gar nicht unser Ziel, weil das Ziel von Birkenstock ist ja das Wohlbefinden des Menschen im Gehen, im Liegen. Wir beschäftigen uns eigentlich mehr in unseren Geschäftsprozessen mit der Digitalisierung. Was kann man digitalisieren? Und da stellt sich immer ganz oft die Frage, wie sind wir als Unternehmen überhaupt digitalisierungsfähig? Habe ich in meiner Organisation überhaupt schon die Reife, etwas zu digitalisieren? Habe ich den Willen auch dazu, etwas zu digitalisieren? Und das sind die spannenden Fragen, die eigentlich dahinter stecken. Jetzt haben wir schon öfters gehört, dass die Organisation spielt eine große Rolle und auch die Reife der Organisation. Jetzt gerade bei den Prozessen, die Sie so im täglichen Doing digitalisieren dürfen, wo erleben Sie da, dass Reife der Organisation eine Rolle spielt? Vielleicht müssen Sie uns kurz ausführen, in welchen Prozessen Sie auch tätig sind. Ja, also ich komme ja selber aus der Personalabteilung. Wir im Personal, wir haben natürlich immer die große Herausforderung, dass wir von unserer Grundausprägung sehr menschenorientiert, sehr menschenzentriert sind und diese Menschen in der Digitalisierung letztendlich mitnehmen müssen. Auf der einen Seite ist es natürlich immer noch üblich, um mal ein richtig praktisches Beispiel zu machen, dass Bewerber heute ihre Bewerbungen online abgeben. Wir bekommen heute immer noch Papierbewerbungen, wir haben einen sehr großen Produktionsbereich, wo tatsächlich noch Leute an der Tür bei uns klopfen und sagen, ich würde gern bei euch anfangen, ich habe hier meine Papierbewerbung. Die möchten wir dann natürlich ungern wegschicken und sagen, mach's doch bitte online, sondern die Herausforderung für uns einmal als Unternehmen stellt sich dann, wie kriege ich dieses Papier wieder in meinen Prozess auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite, wie wandelt sich die Philosophie im Unternehmen, Digitalisierung in so einem Prozess auch tatsächlich anzunehmen? Schönes Beispiel an der Stelle, wo wir immer regelmäßig drüber stolpern. Wir haben in unserer Bewerbersoftware, die wir heute einsetzen, die Möglichkeit, auch Profile aus Xing, aus LinkedIn zu übernehmen. Es gibt also nicht mehr den klassischen Lebenslauf, es gibt nicht mehr die klassischen Zeugnisse. Und die Führungskräfte, die fragen dann, wenn sie die Bewerbung sehen, wo ist denn der Lebenslauf? Lass dir nochmal den Lebenslauf geben, weil
die Digitalisierung an der Stelle zwar so weit geht, dass sie das Dokument digital annehmen, aber trotzdem noch eigentlich den klassischen Rahmen erwarten. Das ist die Herausforderung einer Organisation dann letztendlich auch beizubringen, dass man eingeübte Pfade letztendlich verlassen kann oder verlassen muss, um reif für Neues zu werden und neue Ideen letztendlich auch zu entwickeln. Das haben Sie gerade schon angesprochen. Im Grunde ist es die Reife aller Akteure im Prozess, die eine Rolle spielt. Also gerade Bewerberprozess, habe ich interne Akteure, habe ich externe Akteure. Jetzt weiß ich, meine Kollegin, die Eva Heuer, die hat auch echt viel mit Bewerbern zu tun. Was ist deine Erfahrung bei Bewerbern? Haben die heute schon diese Reife? Haben die diese Erwartung, dass das Unternehmen sich ihnen gegenüber digital aufstellt? Ja, also absolut. Gerade als Softwareunternehmen, wie es wir sind, also wir kriegen kaum noch manuelle Bewerbungen. Es ist, muss man ja sagen, es ist ja oft auch das erste Bild, was man abgibt. Also ich möchte mich bewerben, wie schaut da der Einstieg und so weiter. Also das ist ganz wichtig. Ein Beispiel, da hinten ein Kollege, der hat uns die Woche erzählt, sein Sohn ist an der EDV-Schule, hat sich beworben und hat innerhalb einen Tag ein Vorstellungsgespräch gehabt. Also das muss dann auch alles digital ablaufen, weil es läuft ja so schnell, Bewerbung kommt rein, muss sofort eine Reaktion erfolgen, es muss transparent sein, wer wird eingeladen zu dem Termin. Also es muss alles zack, zack gehen und das funktioniert nur noch digital. Was natürlich auch zur Folge hat, also ich kann da nur bestätigen, wir haben in HR eher die gern mit Menschen arbeiten. Das soll auch weiterhin so bleiben, also da bin ich auch überzeugt davon, dass das ein wichtiger Punkt da bleiben soll. Aber gleichzeitig muss ich natürlich auch die Kollegen in HR so fit machen, damit die damit umgehen können, damit die Prozesse auch digitalisiert werden können. Und auch in diesem Jahr passiert bei uns, also wir haben uns in der HR-Abteilung ganz anders aufgestellt. Also wir haben jetzt einen Kollegen mit ganz anderen Skills, ganz anderen Kompetenzen, der bei uns die Digitalisierung vorantreibt, weil das halt die klassischen HRler vielleicht nicht im Moment dann die Ersten sind, die das stark vorantreiben, um da ein unterschiedliches Team zusammenzubringen. Spielt alles eine Rolle. Genau. Jetzt weiß ich, HR arbeitet wirklich gerne mit Menschen zusammen und kümmert sich um die Menschen. Jetzt haben wir natürlich auch viele Kollegen aus der handfesten Industrie mit im Raum und auch hier sind Vertreter, die sich wahrscheinlich eher im Produktionsumfeld bewegen. Industrie 4.0 ist oftmals da ein Thema, was mit Digitalisierung ganz eng verwoben wird. Ist das bei Ihnen beiden im Unternehmen schon angekommen? Ist das ein Buzzword, das durch die Halle geht? Ja, also bei uns definitiv, weil wir haben eigentlich so eine Innovationsgruppe, die sich wirklich nur um das Thema Industrie 4.0 beschäftigt, auseinandersetzt, wo geht der Weg hin. Das haben wir definitiv bei uns im Unternehmen angeklangt. Wir sind auch in Zusammenarbeit jetzt mit einem Studenten, der sich das eigentlich dann als Masterarbeit nimmt, was da alles möglich ist, wo soll der Weg hingehen. Wenn wir jetzt klassisch die Produktion anschauen, große Maschinen, Daten sammeln, Verbesserungen machen, das ist dann eher so die Philosophie, eine IoT-Datenbank zu haben, wo ich dann irgendwie Schlüsse rausziehen kann, Optimierung von Produkten, Optimierung von Instandhaltungsprozessen oder sogar vorbeugende Instandhaltung zu erkennen. Da gibt es schon Sachen, wo wir extrem interessiert sind, aber es ist halt schon die Herausforderung, die Ressourcen in einem kleinen Unternehmen aufzubauen, dass man da, ja, ich sage eben, schnell voran kann, tun kann und so weiter. Das muss man packen irgendwie, ja. Genau. Also Ressourcen in Quantität oder in Qualität? Also Qualifikation der Personen oder einfach, dass die Zeit haben? Was ist da die Herausforderung für euch? Also es sind halt immer Themen, die neben dem Tagesgeschäft laufen. Mhm. Und die Leute, die man da involvieren muss, das sind alles Leute. Man braucht da Leute von der Instandhaltung, man braucht Leute aus der Produktion, man braucht IT-Leute, man muss die an einen runden Tisch bringen und die Sachen miteinander ausdiskutieren. Und jeder ist natürlich in seiner Komfortzone. Jeder will nicht loslassen von seinen Sachen, die er schon lange immer so macht. Was will mir jetzt einer aus der IT sagen, wie ich jetzt produzieren muss hier oder in Standort, der sagt, ja, ich flicke die Maschine schon 10 Jahre so, wie soll ich den Prozess verändern? Und diesen Willen im Unternehmen zu kriegen, dass ich Leute an einen Tisch
kriegen und miteinander philosophieren, ja, was könnte uns eigentlich weiterbringen oder wo könnten wir ansetzen, damit wir über Daten herausfinden, was wir brauchen. Ich glaube, das ist extrem die Herausforderung. Wie ist es bei Ihnen, Herr Baum? Das kann ich 1:1 bestätigen. Also wir haben jetzt auch von unserer Organisation her das Ganze so aufgestellt, dass wir eine eigene Abteilung, sage ich mal, haben, die sich auch gruppenweit um dieses Thema kümmern soll und das auch angeht. Aber die Herausforderung ist eigentlich, wie er es gerade gesagt hat, das sind Leute in der Produktion, die natürlich ein Tagesgeschäft haben, die man dort mitnehmen muss, Onboarding, sage ich mal, das Thema, wo man auch das Ganze etwas größer denken muss, wie jetzt nur Produktionsbereich, nur Instandhaltung, das hängt entsprechend zusammen. Und ich mache mal ein Beispiel bei uns, wir sind jetzt gerade dabei, SAP ERP, das Planungssystem und ein MES-System einzuführen für unsere beiden Papierfabriken. Mhm. Und von einem der beiden Produktionsleiter habe ich gesagt bekommen, ja, meine Maschine bringt keine Tonne mehr Papier raus, nur weil ich das MES-System jetzt einführe. Mhm. Und da ist natürlich was dran, wenn man das so isoliert sieht, aber das ist gerade die Herausforderung, dass es eben Menschen sind, die man da mitnehmen muss. Und die braucht man aber im Boot, weil sonst kommt man da auch nicht ans Ziel. Ich habe hier eine Frage aus dem Publikum, die passt da ganz gut gerade zu dem, was Sie sagen. Wer im Unternehmen sollte die Verantwortung übernehmen, um die Digitalisierung voranzutreiben? Ich habe gerade bei beiden schon gehört, das ist im Grunde ein vernetztes Thema und das reicht nicht, es isoliert zu betrachten. Und ich glaube, John, du hast da eine Meinung. Oder ich würde gerne ein bisschen Input geben, auch aus meiner Erfahrung. Ja. Ja. Also diese Diskussion, wie mit den beiden Kollegen, führe ich sehr oft. Ja. Also wenn man in Digitalisierung mit Unternehmen geht, ist es ein Thema, was man gerne bespricht. Ja. Digitalisierung ist auch, wie der Professor sagt, ein Thema, das muss jeder für sich herausfinden. Das ist ein Buzzword, genauso wie Industrie 4.0. Das sind super Buzzwörter, weil sie die Gedankenstrukturen, die Kultur finanzierbar machen. Ja. Die Staaten packen sich drauf, sie finanzieren viel, sie tun viel, um diese Veränderung zu machen. Aber in Wirklichkeit haben wir eine kulturelle Veränderung vor uns. Beim Human Resource, wir haben es in der Denkweise von Unternehmensstrukturen, wir haben es bei den Dingen, die wir einfach tun müssen. Und jedes Stück Digitalisierung, deswegen ist es Vorstandsaufgabe, deswegen ist es auch Lenkeraufgabe, deswegen ist es Entrepreneuraufgabe, ist auch ein Stück, wie denke ich mein Produkt, wie denke ich meine Wertschöpfung, wie sehe ich meinen Markt. Ja? Ich habe ein gutes Zeichen auch für das Thema Geschwindigkeit mal. Ich hatte eine Diskussion vor kurzem, da hat sich einer von der Post und von Amazon, die haben sich unterhalten und haben festgestellt, vor 10 Jahren, der hätte keiner gezuckt, wenn du dein Paket nicht innerhalb von 24 Stunden bekommen hast. Aber dadurch, dass sie sich alle battlen mit den Nutzwerten für die Endnutzer, und das ist das, was passiert, ist der Anspruch da, wenn ich heute bestelle, will ich das morgen haben. Was da für Logistikketten dahinter stehen, was da für Umweltschäden auch erzeugt werden oder Themen oder Herausforderungen, interessiert den Endnutzer am Ende des Tages nie. Und wir stehen vor dieser Generation. Diese Generation kommt zu uns in die Unternehmen, die kommt an die Universitäten und das sind die zukünftigen Gestalter und die wollten Freiheit. Und Digitalisierung gibt ihnen Freiheit und Geschwindigkeit und das müssen wir mitleben und das müssen wir lernen. Und das müssen als erstes die Lenker lernen, weil sonst brauche ich nie in Instandhaltung irgendwas tun oder woanders. Ja, ein ERP-System, ich habe auch Informatik studiert. Digitalisierung sind Daten, die kann ich ablegen, die kann ich analysieren. Da gibt es KI-Methoden seit 1946, ja. Da kann ich Suchalgorithmen drauflesen, Lernalgorithmen und so weiter, das ist alles nichts Schlimmes. Aber die Angst davor, mit diesen Buzzwords zu arbeiten, und das mache ich viel in der Digitalisierung, ich hebe das auf. Ich sage, Leute, lass uns drüber reden, worum geht es eigentlich? Das ist, wie du das machst, René, du sagst, das ist am Ende eine Datenbank, da lege ich ein bisschen Intelligenz drauf, habe ein gutes User-Interface und fertig. Aber darum geht es, es geht um diese Themen. Wie komme ich an den Nutzer ran? Wie schaffe ich Zielwerte? Wie schaffe ich Nutzwerte? Wie denke ich mein Businessmodell um? Und das sind die Themen, wie die meisten Digitalisierung gut machen. Ja? Und die ersten Lenker stehen da. Ich hatte das letzte Jahr die Stiftung der Mercedes-Benz. Ja? Wenn dann so ein 80-jähriger Herr darüber sitzt, das ist der Vorstand davon, und redet über Digitalisierung, als wenn er das jeden Tag macht. Ja? Wahnsinn. Aber es ist einfach ein Change in der Organisation, der überall passiert. Und das fängt an. Ja? Das dauert noch ein bisschen, das wird auch noch 5 Jahre gehen. Aber die Unternehmenslenker fangen an, darüber nachzudenken, das wird auch bei euch kommen. Ja, ganz klar. Also ein Thema, das von der Unternehmensleitung vorangetrieben werden muss. Ist das bei den 3 Vertretern aus den Industriebetrieben, ist das bei Ihnen auch so? Herr Baum, ist das bei Ihnen Führungsthema und ist es da auch verortet? Nein, das ist definitiv ein Führungsthema. Aber jetzt speziell bei uns ist es so, dass unser Firmeninhaber auch wünscht, dass genau diese Personen, die ich angesprochen habe, so Produktionsleiter oder eben Verantwortliche für diese Bereiche, dass man die auf jeden Fall mitnimmt. Also er wird das
zwar vorgeben, auch vorleben, aber er ist eben niemand, oder wir sind da nicht so aufgestellt, dass wir da, ich sag mal jetzt, Druck drauf geben und sagen, das muss, sondern die Leute sollen entsprechend mitgenommen werden, damit es auch von ihnen wiederum halt mitgetragen wird. Und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, weil wenn ich die Leute nicht im Boot habe, die am Schluss das Tagesgeschäft damit machen und den Mehrwert dann auch ins Unternehmen tragen müssen, zu den Mitarbeitern an den Maschinen, dann nützt es mir am Ende des Tages als Unternehmen insgesamt nichts. Sehr spannend. Da holt man sich im Plenum rauf mit fast lauter Technikern. Und der kritischste Punkt in diesem Plenum ist tatsächlich Mensch, Wandel und Organisation. Also scheinbar scheitert es nicht an der Technik. Wo ist die Verantwortung für das Thema bei Birkenstock, Herr Kempert? Also ich habe das Gefühl, wenn ich über die Verantwortung der Digitalisierung bei uns nachdenke, dass ich dieses Thema nicht in einer Abteilung sehe, ich sehe es nicht in IT, ich sehe es nicht in HR, ich sehe es nicht in der Unternehmenskommunikation oder anderen Abteilungen, sondern es muss eine Zusammenarbeit sein. Und das Entscheidende daran ist eigentlich, dass man ein Team, ein interdisziplinäres Team zusammensetzt, was dieses Thema mit Feuereifer letztendlich im Unternehmen vorantreibt, weil, wie die Kollegen das alle gesagt haben, der entscheidende Punkt, wie ich es jeden Tag wahrnehme, ist, dass man die Menschen, die dann letztendlich mit dem digitalisierten Prozess arbeiten müssen, dafür begeistert und ihnen die Freude daran bringt. Ich habe da ein ganz schönes Beispiel. Man muss Ängste nehmen, man muss Ängste im Unternehmen nehmen. Wir haben ja mit der T-Con gemeinsam jetzt unsere Gehaltsabrechnung auf SAP umgestellt. Mhm. Und die große Befürchtung war immer hinten dran, dass sich es negativ in den Prozessen, in den Vorgehensweisen fürs Unternehmen oder für die Mitarbeiter auswirkt. Natürlich am Ende vom Tag muss das Gehalt dastehen. Ich war dann bei unserem Betriebsrat, habe das Thema vorgestellt und habe auch die Mehrwerte, die aus diesem Digitalisierungsprozess dann letztendlich perspektivisch mal entstehen können. Digitaler Gehaltsnachweis, ich kann digitale Prozesse über Smartphones etc. abwickeln. Diesen Mehrwert hatte ich vorgestellt und dann hatten die Kollegen aus dem Betriebsrat, die saßen alle vor mir mit ihrem Smartphone, gesagt, ja super, kommt dann auch das Geld jetzt schneller in Zukunft? Aber damit war dann letztendlich der Mehrwert transparent dargestellt und die Begeisterung dafür im Unternehmen letztendlich da. Also über Mehrwerte motivieren. Und es ist ja auch schön, dass man so eine klassische Institution, die oftmals kritisch gesehen wird, Betriebsrat, dass die da auch kein blockierendes Element war. Jetzt habe ich hier noch eine Frage, die ich glaube, passt auch gut zu dem, was Sie gerade gesagt haben, die aus dem Publikum hier kommt. Wie müssen bestehende Mitarbeiter weiterentwickelt werden, damit die Digitalisierung funktioniert? Da schaue ich jetzt auch meine Kollegin Eva Heuer an. Wir haben gerade schon gehört, genau, die müssen Spaß an der Arbeit haben. Also vielleicht ist schon wichtig. Ich glaube, oben muss die Funktion von den Führungsleuten, es muss Platz haben in der Firma. Aber ich glaube, der Benefit, glaube wie in jedem Projekt aus meiner Sicht, man muss die Leute dahin kriegen, dass sie sagen, ich will die Sitzung oder das Meeting nicht verpassen, weil das macht einfach Spaß, da reinzusitzen, Freude haben, was zu bewegen. Also ich kann es auch aus der Conversion sagen, wo wir jetzt gemacht haben, es hat einfach Spaß gemacht, in dem Raum zu sitzen, was zu bewegen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung im Unternehmen zu finden. Und nicht sagen, wir müssen jetzt da dringend Staaten haben, wo uns irgendwie weiterbringen und wir haben kein, also es muss Leben ins Unternehmen rein, man muss Freude bekommen, was zu bewegen. Also Fazit gestern, oder? Man steht auf, man ist interessiert und es wird interessant, das haben wir gestern auch gehört, also das Fazit passt genau auf das eigentlich, also man muss Freude bekommen, was zu bewegen und die Leute packen, nehmen. Wenn man nämlich den Status hat, dass eben, wenn ich die Sitzung verpasse oder das Meeting, dann verpasse ich was, wo eigentlich Spaß macht. Dann hat man den Mitarbeiter so weit, dass das Freude macht, da was zu bewegen. Und dann kommt, bin ich überzeugt, auch das Richtige raus. Also Spaß sollen die Leute haben. Jetzt nochmal, Evi, zu dir. Was müssen die Leute mitbringen, damit die Spaß haben können? Also vielleicht auch noch mit dazu. Ich denke, auch Digitalisierung oder findet überall statt, weil ich glaube, es ist schwierig, genauso wie wenn ich zu jemandem sage, sei jetzt mal kreativ, mach was, dass dann was Kreatives rauskommt. Also genauso wenig wie jetzt digitalisier mal,
ich glaube nicht, dass das funktioniert und dass sich dann jemand hinsetzt und sagt, okay, dann digitalisiere ich jetzt den Prozess. Also das ist ja dann auch die Frage, was kommt da raus, wenn das bei einem oder vielleicht gerade bei zwei, drei liegt. Also ich denke, das muss überall passieren. Ja, in Bezug auf Personalentwicklung, gleichen Herausforderungen. Also das heißt immer 50% der Kompetenzen, die wir in 3 Jahren brauchen, wissen wir noch nicht. Also es macht es auch schwierig, dann da vorzubereiten. Und es gibt sehr viele Themen oder Dinge natürlich, die man ja, in die Personalentwicklung oder in den Alltag mit einfließen lassen kann. Und das sind ganz andere Sachen, die vielleicht im ersten Moment nichts mit Digitalisierung zu tun haben. Also das sind, wie kann ich die Leute stärken, mutig zu sein, sich was zu trauen, natürlich auch im kompletten Unternehmen die Möglichkeiten zu schaffen. Weil es sitzt vielleicht irgendjemand im Unternehmen, der hat eine super Idee, wie kommt denn die überhaupt hoch? Weil der ist jetzt nicht in dem Digitalisierungsteam, aber der braucht die Möglichkeit, das, also, wir haben es wir organisiert, wir haben einen Pitching Friday, da kann jeder kommen, da sitzt ein Vertreter der Geschäftsführung und kann seine Idee präsentieren, Vertreter von der Hochschule, wo man dann auch sagt, wie geht es denn da jetzt weiter? Also er bekommt von allen Seiten Unterstützung. Selbstbewusstsein stärken, also kenne dich selbst, das sind unsichere Zeiten, haben wir gehört. Wie bin ich in dieser Zeit da wirklich sicher? Wie kann ich mich trauen, auch was zu bewegen, auch wenn ich jetzt nicht der große Projektleiter bin, sondern vielleicht ganz frisch gerade gekommen bin, aber eine richtig gute Idee habe. Und dann brauche ich natürlich auch gewisse Methodiken. Also wenn es dann schon weitergeht in die Produktentwicklung, da wird nicht mehr nach einem klassischen Projektansatz gearbeitet, sondern da wird womöglich gescrummt, es gibt Design Thinking Themen, also das hat man in den meisten Personalentwicklungsprogrammen vor 3 Jahren noch nicht gesehen. Also hallo? Nochmal probieren. Hallo? Ja, jetzt bin ich wieder da. Also ich kann das bestätigen, das ist einmal ein Element und ich will mal mitgeben, das ist das Warum. Wie motivierst du Leute? Die müssen verstehen, warum tue ich das eigentlich? Ja? Es geht gar nicht, ob ich jetzt Packaging-Business mache, altes Business mache oder neue oder Birkenstocks baue. Wenn die Leute Bock drauf haben, das zu tun, weil sie verstehen, für was tue ich das, für wen tue ich das, wen kann ich was Gutes tun. Wir sind wieder mitten in der Sozialkultur. Dann gibt es viele Elemente, um Spaß dran zu haben. Ob es Hackathons sind, ob das Design Thinking Workshops sind. Es sind so viele Dinge, die ich heute ausprobieren kann. Die Netzwerke sind offen. Wir sind stark vernetzt mit Unis, mit irgendwelchen anderen Unternehmen, wo man mal eben auf kurze Zeit Partnerschaften schließt, um Dinge zu tun, zu bewegen und zu probieren. Und das ist das, was genutzt werden muss, auch in den Unternehmen. Und da müssen die für offen werden. Und das sind noch nie alle Unternehmen. Und das liegt auch viel an den Unternehmenslenkern, dass die da noch geschlossen sind. Ja? Wir haben einen riesen Vorteil in den Softwareunternehmen, auch wie mit Tikon. Die arbeiten mit ihren Kunden Scrum-basiert. Es gibt Hackathons. Man kann sich hinsetzen und sagen, komm, lass uns mal 2 Wochen zusammensetzen, lass uns ein paar Entwickler nehmen, lass ihnen erklären, warum wir ein Problem probieren wollen und dann probieren wir es zusammen. Ja? Und das ist nie irgendwas, was super viel Geld kostet oder wo du Angst haben musst, da stecken tausende Risiken drin. Und wenn man die Angst verloren hat, macht es einfach nur Spaß. Ja? Auch für die Leute, die ich kenne, die in solchen Prozessen mitmachen. Ich nehme das gerne mal auf, was ihr beide gesagt habt und gebe es an Herrn Scheurer weiter. Weil da war jetzt im Grunde war da ein ganzer Haufen an Soft Skills drin, die da jetzt gefordert werden, auf einmal nur methodischen Kompetenzen. Ist das schon ein Thema, was auch in der Bildung, an der Hochschule angekommen ist, dass diese Kompetenzen in den Fokus genommen werden in den Lehrplänen? Ich hätte jetzt gleich einen ganzen Haufen von Themen, die ich da jetzt nennen möchte. Ich fange mal an mit der neuen Rolle des Professors, wie ich mich selber definiere. Ah. Ich glaube, die Zeiten, wo ich studiert habe, wo viele von uns studiert haben, wo eine Vorlesung war, die sind vorbei. Ich muss heute Leute motivieren. Ich muss Entertainer sein. Ich muss denen natürlich Fachwissen beibringen, aber die Krux ist, 150 Leute, die dich anschauen und erstmal gar keinen Bock auf Informatik haben, dazu zu bewegen, das zu tun. Ja, und zwar nicht bloß Smartphone, Handy spielen, sondern inhaltlich was Sinnvolles zu tun. Und also das ist die Herausforderung. Wie bereiten wir uns als Hochschule darauf vor? Wir gestalten gerade Studiengänge um. Also wir versuchen da natürlich auch Einfluss drauf zu nehmen für eine Qualifikation, dass wir bestmöglich Kompetenzen sozusagen anbieten können an gute Abnehmer, Stichwort Tikon. Was tun wir da zum Beispiel? Natürlich versuchen wir ein solides Fundament beizubehalten. Also aus meiner tiefsten Überzeugung gibt es nichts Besseres als ein paar wichtige Kernelemente wie eine solide Mathematikausbildung, dass man weiß, was Statistik eigentlich ist, weil viele reden drüber und manchen würde ich dann sozusagen nochmal gerne wünschen, sozusagen ein bisschen zurück in die Schule und sozusagen das nachzuholen, wenn man dann über Passwörter wie
Deep Learning oder sonstige Sachen redet, wo ich sage, weißt du eigentlich, was eine einfache Regression ist, dann solche Dinge nachzuholen. Also kurzum, auf was ich wollte hinaus, ein solides Fundament gehört dazu. Ich muss einmal gescheit programmiert haben in meinem Leben, egal in welcher Programmiersprache. Auf diesem Fundament kann ich aufbauen und kann dann in einer künftigen Herausforderung, die wir alle heute noch gar nicht kennen, was draus machen. Um also nochmal aufs Curriculum zurückzugehen, was wir jetzt zukünftig verstärkt tun wollen. Wir haben es jetzt in einem ersten Studiengang, den ich verantworte, wir haben Freiplatzhalter definiert für Fächer, die in den höheren Semestern kommen, wo wir sagen, wir möchten dann zu dem Zeitpunkt im 5., 6., 7. Semester Themen anbieten, die wir heute noch gar nicht kennen. Mhm. Wer von uns hat vor x Jahren von Blockchain, von Design Thinking, von Kryptowährungen oder digitalen Geschäftsmodellen geredet? Vor 4 Jahren wahrscheinlich noch keiner. Und die Themen, die dann in 4 Jahren sind, die werden wir heute noch gar nicht wissen. Also wir müssen auch an der Stelle agiler uns aufstellen, da tun wir uns schwer als Hochschulen, weil wir einen bayerischer Staat festen Rahmenlehrplan einhalten müssen im Sinne von harte Mauern links, rechts, aber wir versuchen das natürlich so gut wie möglich links, rechts ein bisschen auszudehnen. Mit Motivation, und ich glaube, das ist so der Punkt, nochmal auf die junge Generation einzugehen, motivieren für macht was draus. Also da fand ich dieses Bild, das Sie gezeigt haben von Cupertino, ne, wo da zwei junge Kerle da sitzen und wirklich schon reinhauen. Das ist natürlich etwas, das würde ich mir an der Hochschule schon auch wünschen, wenn ich dann den Leuten gegenüberstehe. Brauchen wir das richtige Café um die Ecke, dann funktioniert das bestimmt. Ich habe hier noch eine Frage aus dem Publikum, die, denke ich, die passt auch hier ganz gut dazu. Digitalisierung ist ein Kulturwechsel. Ein klassischer Change. Müssten wir nicht im eigenen Unternehmen viel mehr in Change Management investieren? An dem Punkt waren wir vorher auch ja gerade kurz stehen geblieben, dass Soft Skills eine große Rolle spielen, dass Wandel eine große Rolle spielt. Ist das in IT-Projekten heute so, wie Sie sie auch erleben in Unternehmen, ist Change Management fester Bestandteil? Ja, absolut. Also das ist, kann ich voll bestätigen. Vor allem, wenn man eben, wie gesagt, lange immer auf dem, sag mal, mit dem gleichen Prozess, mit der gleichen Software, mit den gleichen Personen auch unterwegs ist. Und jetzt kommt so ein Thema, was jeder aus dem Privatleben ja irgendwo auch wahrnimmt. Und man merkt, da ändert sich was. Aber ich glaube, es tun sich immer noch viele schwer, zu realisieren, dass es auch für die Geschäftsprozesse oder für die Geschäftswelt, also ich sag mal, jeder kennt es mit dem Smartphone, da haben die wenigsten Personen dann ein Problem damit. Geht es morgens jedoch, in die Firma zur Arbeit, dann ist das Business as usual wie die letzten 30 Jahre. Und da ist es, glaube ich, schon, also wir haben jetzt auch gerade im Bereich Change Management und auch für unser Projekt da einen Wert drauf gelegt, da so ein bisschen wach zu rütteln, so möchte ich es mal nennen, und die Leute zu sensibilisieren dafür. Ja, das ist definitiv ein Thema. Haben Sie da dediziert Personen dafür? Ja, okay. Genau. Also wir haben neben unserem normalen Personalbereich jetzt wirklich auch auf Gruppenebene das Change Management angesiedelt, okay, um das Ganze einfach in diese Bahn zu lenken. Ja. Wie ist das bei Birkenstock und Perlen Packaging? Ist das bei euch auch schon in neue Personen wirklich reingeflossen? Ja, also Change Management ist definitiv wichtig, ist auch, jeder Kunde verlangt auch, dass Change Management festgehalten wird im Unternehmen. Das ist heute gang und gäbe. Da gibt es ein SOP, wo dann sagt, wie Change gelebt werden muss im Unternehmen. Das kann man nicht mehr. Das ist ja genau das Thema, dass diese Change Management, wo man heute betreiben muss gegenüber dem Kunden, kann teilweise eben auch stockend sein, weil man kann dann nicht mehr frei einfach sagen, ja, bewegen mal was, man muss ja alles kontrolliert verändern. Man kann nicht mehr einfach nur ändern und machen und tun, man muss es dokumentieren, eventuell noch validieren und prüfen, dass alles 100%. In diesem Bereich ist natürlich eher ein bezüglich, man will innovativ sein, ändern und machen, ist das eher wieder aus meiner Sicht ein Gegenpunkt gegen, man muss alles dokumentieren, festhalten, wo man verändert. Man kann da nicht immer frei denken, also man muss da schon auch irgendwo die Richtlinien drin haben, gerade bei uns in der Pharmaindustrie da. Also wir sprechen bei uns irgendwie im Schnitt einmal in der Woche ein Audit, da kommen Kunden, und so Change Management, das ist einfach
das A und O, die kommen dann, die habt da was verändert, wo habt ihr das dokumentiert, wie habt ihr das, Okay. Das ist bei uns eine eigene Abteilung, das ist im QM angesiedelt eigentlich, wo das Ganze festhält. Also auch Softwareveränderungen, eben auch wenn wir jetzt ein neues Tool einführen, wo wir sagen, beispielsweise Maschinendaten tun wir digitalisiert laden, das muss alles validiert werden, der Change muss festgehalten werden, damit wir gegenüber dem Kunden sagen, ja, wir haben den Prozess geprüft, der funktioniert, wir stellen sicher, dass das Produkt immer noch gleich gut ist wie vor und so weiter. Das sind alles so Themen, die kommen da definitiv mit ins Boot. Das ist spannend, weil du hast Change Management gerade in einem anderen Kontext angesprochen, als ich es jetzt im ersten Moment im Kopf hatte, aber ich kenne dieses Thema, weil Change Management so ein Begriff ist, so ein Buzzword, das auch gern hingeschmissen wird. Und für Change Management, gerade was du sagst, in eurer Industrie, Pharma als Kunde, ist oftmals das Betreuen einer Veränderung im Prozess Change Management. Und viele andere, gerade so die HR-Kollegen schaue ich jetzt an, für euch ist dann Change Management oftmals anders belegt, also das Begleiten der Leute durch die Veränderung. Und ich glaube, allein das ist schon oftmals ein Konflikt, der schnell da drin steckt. Jetzt weiß ich, Herr Kempert, Sie betreuen in der Digitalisierung viele Prozesse, also HR verantwortet ja die meisten internen Prozesse. Wie gehen Sie mit dem Thema um, dass Sie die Leute dabei mitnehmen, in neuen Prozessen zu arbeiten? Also wir haben auf der einen Seite natürlich bei uns im Unternehmen so ein klassisches Change Management in der IT, wie es beschrieben worden ist. Wir fangen aber auch an, in den einzelnen Fachbereichen dedizierte Personen aufzubauen, die dann in den Fachbereichen für Projekte und Prozesse letztendlich verantwortlich sind, da dann auch ihre volle Ressource, ihre volle Begeisterung reinstecken können. Und die treiben dann letztendlich das Change Management in der Organisation, die Mitarbeiter zu begeistern, die Kunden zu begeistern. Es ist oft eine Herausforderung. Man kennt es ja, ich sagt da immer salopp, müssen wir jetzt die ganze Firma informieren, wenn wir etwas am Prozess ändern, damit auch jeder in diesem Change mitgenommen wird oder wie ist da der richtige Weg. Es steckt ganz viel Kommunikation hinten dran. Das ist etwas, was auch einen Entwicklungsprozess letztendlich im Unternehmen bedarf. Wie offen geht man mit Änderungen um, wie offen geht man mit Änderungen um, über die man nachdenkt, um letztendlich auch aus anderen Bereichen Input zu bekommen, der einem dann in seinem eigenen Veränderungsprozess letztendlich helfen kann. Also es steckt für uns ganz viel Kommunikation hinten dran. Wir haben bei Birkenstock das Glück, 95% unserer Mitarbeiter sind tatsächlich noch in Deutschland. Wir kämpfen noch nicht so stark mit der Sprachebene und mit der kulturellen Ebene, aber auch wir wachsen international. Und da kommt dann nochmal so eine Perspektive mit rein, mit unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Zeitzonen. Gerade wenn ich dann mit unseren asiatischen Kollegen im Austausch bin, ist das natürlich schwer, per Telefon, per WebEx, auch wenn man sich kennt, Dinge zu kommunizieren, Dinge zu diskutieren und da dann auch einen Change-Management-Prozess zu starten und letztendlich zu steuern. Jetzt haben wir gerade gehört, den Prozesseignern kommt eine große Verantwortung zu. Jetzt weiß ich, John, du bist viel auch in größeren Unternehmen aktiv und wir haben hier eine Frage aus dem Publikum, ob denn der Prozesseigner in Zukunft durch den Digitalisierungsmanager ersetzt wird. Erlebst du da was, dass die Rolle des Prozesseigners heute bei größeren Unternehmen, die oftmals ja den Mittelstand bei manchen Gedanken voraus sind oder Sachen früher denken, erlebst du das heute schon? Naja, es ist ein bisschen wie Change Management selbst. Ja? Wenn der Verantwortliche den Change nicht vornimmt, dann wird er automatisch durch irgendjemand anderen ersetzt. Ja? Aber es gibt nicht den Digitalmanager, der digital macht, sondern meistens sind es die Prozess-Owner, die auch aus eigenem Antrieb heraus ihr Geschäft besser machen wollen und vorantreiben wollen und selber zum Digitalisierungsmanager werden. Und das sind eigentlich die interessanten Manager, weil die verstehen ihr Geschäft und die sehen die Potenziale in der Digitalisierung, wie sie sie einsetzen können. Also ich glaube nie, dass irgendein fremder Digitalmanager irgendwann die Verantwortlichen im Prozess ersetzt. Die Frage ist eine andere. Ja? Wie viele Menschen, die Prozesse verantworten, übernehmen die Verantwortung? Das ist eigentlich die Kernfrage in der Veränderung. Ja? Wenn ich nie bewusst meine Verantwortung für meinen Prozess übernehme und den auch steuere und verbessere und dass daran keinen Spaß habe, werde ich auch keine Digitalisierung vorantreiben. Und das sind die gerade jetzt so in den Organisationen langsam ausgefasst werden. Sie werden bewusster wahrgenommen. Ja, also dieses alte Buzzword-Spiel, so ich mache Karriere, weil ich gut Buzzword-Bingo spielen kann, das funktioniert nicht mehr. Ja, entweder bewege ich was oder ich bewege nichts.
Und Digitalisierung macht mich sehr, sehr schnell messbar. Ja? Und jeder von euch, der Verantwortung hat, weiß das. Ja? Du kannst dich nicht mehr verstecken und sagen, warte ich mal ein halbes Jahr oder ein Jahr. Nee, jeder will die Ergebnisse sehen und nicht nur von oben, sondern auch von unten die Mitarbeiter. Wollen die nun einen Change angekündigt haben? Sie wollen ihn erleben. Und zwar als Erlebnis. Und das ist die Herausforderung für alle. Und da wird es viele, viele geben, die richtig Stress haben. Das ist so. Welche Berufsgruppe siehst du da gefährdet? Naja, es gibt so Trends, ja. Gerade auch in IT-Unternehmen gibt es zum Beispiel diese Trends, mittlere Management-Ebenen abzuschaffen und die Teams größer zu machen. Ja. Wir hatten ganz oft so diese Ein-Mann-Manager oder Zwei-Mann-Manager, die wird es in Zukunft nicht mehr geben. Weil die braucht keiner. Zwei Leute können sich gegenseitig organisieren. Brauche ich keinen Manager drüber. Ja. Also entweder bin ich in der Lage, etwas zu leisten und tue es auch. Und das ist auch dieser Trend mit den Frauen. Das fand ich gestern ziemlich spannend. Ja. In unserer Organisation, wir haben 70% Frauenanteil als Berater. Warum? Ganz logisch, ich kann mich auf Sie verlassen, Sie sind schwierig, um erstmal eine Aufgabe anzunehmen, aber wenn Sie sie nehmen, ziehen Sie durch und dann kennen Sie auch keine Gnade. Ja? Und das ist halt das, was eine Frau viel besser kann als ein Mann und das ist leider so. Ja? Und das wird die Organisation umdrehen und es geht auch nie um Quoten. Jede Frau, die im Management sitzt und fragst, und was hältst du von der Quote? Blödsinn, ob die mich jetzt als Managerin oder Manager bezeichnen, ist mir egal, Hauptsache die machen das, was ich will. Ja? Und das sind die Leute, die den Change machen werden. Also das bietet sich natürlich jetzt an, gell? Aber tatsächlich ist es so, wir hatten gestern einen ganz tollen Keynote-Speaker, das weißt du jetzt nicht, und der hat uns darüber aufgeklärt, dass wir als Herren in diesem Raum bald alle obsolet sind, weil Führungspositionen in Zukunft werden de facto von Damen besetzt werden, weil sie am Ende des Tages die besseren Führungskräfte sind. Siehst du das auch so? Fies. Ich glaube, wir brauchen mehr Frauen als Führungskräfte, ja. Sehe mich natürlich auch wieder in der Verantwortung in HR, dort die Möglichkeiten zu schaffen. Also es waren auch gleich die nächsten Punkte, ne? Also flexibles Arbeiten und so weiter und so fort. Also ja, ich glaube da schon auch dran, dass die auch, jetzt muss ich mal in den Raum schauen, ein gewisses Empathie und Mitgefühl, Einfühlungsvermögen mitbringen, das... Du kannst alles sagen. Unser Keynote-Speaker gestern hat jedes Eis gebrochen. Okay. Also ich denke schon, dass eine Mischung macht es, eine gute Mischung macht es. Und ja, bei uns, wir haben 30% Frauen im Unternehmen. Ich würde mir wünschen, dass es sollten mehr sein, aber es gibt im Moment, also der Nachwuchs, da kommt im Moment nicht so viel nach aus dem Winter. Es ist auch nicht leicht, es ist ein stark kulturelles Thema, ja. Weil wir haben immer noch diese Frau-Mann-Unterschiede, auch in unserer Kultur, wie wir leben. Ja? Aber das wird sich auflösen und es wird sich auflösen müssen. Und schon allein in den Metropolen ist es heute so. Ja? Hm. Wir sitzen ja unterhalb von Berlin, also sind schon ein bisschen stärker an der Metropole dran. Da hast du die Themen nicht mehr. Ja? Wir haben Berater gehabt, da ist der Mann eher zu Hause als die Frau. Sie ist halt unterwegs, er hat so einen 9-to-5-Job, das ist total okay. Aber es gibt halt so Sphären, so in Bayern oder so, ist das nicht so einfach, auch nicht in Österreich. Das sind noch die Kulturen so verankert. Ja. Ja. Und wenn ich heute nach Skandinavien gehe, ich habe in Schweden Geschäfte gemacht, da sitzt die Hälfte der Manager, mit denen ich zusammensitze, sind Frauen. Ja. Ja. Und das ist auch total normal, dass die um 16 Uhr alle zumachen, dann müssen wir unsere Kinder aus dem Kindergarten holen. Ja. Und das ist in unserer Kultur noch nicht da und das müssen wir lernen. Ja. Also ich glaube, ein schöner Unterschied, wo man es mal ganz stark merkt, ein Bewerbungsgespräch, als eine Frau, wenn es sagt, sie kann das, dann kann sie es wirklich. Also wenn man die Anforderung hat, in der Stellenanzeige, ja, es ist perfektes Englisch geboten und bewerben sie mich. Ja, natürlich kann ich das. Also eine Frau kann sie da tatsächlich wirklich, wenn sie sagt, sie kann sie auch, kann ich nur wiederholen. Ja, aber es ist schon was dran. Also ich glaube, sie ist auch nicht nur auf der Führungsebene. Ich glaube, also bei uns hat sich eine Entwicklung gezeigt. Also vor 10 Jahren, wo ich durch die Produktion, wenn ich dann eine Frau gesehen habe, hätte ich gesagt, ja, ist jetzt extreme Ausnahme. Heute gehört es dazu. Auch an der Maschine, die Frauen bringen ein ganz anderes Leben. Und das ist wirklich taktisch bei uns so, dass die Schichten so zusammengestellt werden, dass auch Frauen mit in der Produktion tätig sind, weil das harmonisiert einfach anders. Also wenn nur reine Männerwelt da in diesem Shopfloor an der Maschine arbeiten, und das wurde explizit bei uns jetzt auch ins Leben gerufen. Also nicht nur auf Führungsebene, also ich glaube, das hat schon irgendwo was, wo wir sagen, die Frauen bringen halt auch ihre gewisse Ruhe da rein und ihr gewisses, ja, wenn sie sagen, sie gehen an die Maschine und machen das, dann machen die das.
Das ist falsch schon, ja. Jetzt muss ich nochmal nachhaken. Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass im nächsten Jahr hier 5 Damen sitzen und ein Herr, das wäre total klasse. Aber vielleicht gibt es uns noch eine kleine Chance. Also wir haben es verstanden, Frauen können es besser. Was für Eigenschaften sind es, von denen vielleicht auch männliche Führungskräfte sich das ein oder andere abschauen können? Ja, Anpassung an Veränderungen, würde ich sagen. Also wirklich flexibel zu sein. Also gerade wenn man eine Mutter ist, weiß man, was man da jeden Tag zu stemmen hat. Ein gewisses Organisationstalent, das man von Haus aus mitbringt, das nicht lange geschult werden muss, weil es einfach Alltag ist. Disziplin. Also es geht halt auch nicht anders. Und ich glaube, das ist eine wichtige Tugend auch bei all den Freiheiten, die man hat, da trotzdem dran zu bleiben. Also diese Hartnäckigkeit. Mutig zu sein. Ich denke, das trifft für alle zu. Gibt es speziell was, da haben wir noch gar nicht so viel Gedanken gemacht, was man jetzt nur Frauen. Ich mache eigentlich nie Unterschiede, ob Mann oder Frau. Also ich würde auch gerne kurz mal in die Bresche schlagen. Also das heißt jetzt nicht, dass Männer schlechter sind als Frauen. Ja? Ja. Sondern ich glaube einfach in Deutschland benutzen, wir haben nicht viel, ein alter Professor von mir, der ist mittlerweile schon verstorben, hat mir gesagt, wir sind in Deutschland, wir haben nur eins, ne? Wir haben kein Öl, wir haben kein Gold, wir haben nichts, außer Gehirn. Ja? Und Frauen sind genauso intelligent wie Männer, ja? Teilweise auch manchmal intelligenter, manchmal auch nicht so intelligent, aber wir nutzen sie nicht. Ja? Sie studieren, dann sterben sie irgendwie in dem Familienleben ab und sind und nehmen ja Teil unserer Wirtschaftsgesellschaft. Und das ist das Krass, was die Veränderung macht. Sie sind nicht schlauer, sie sind nicht besser, aber sie machen mit. Und wenn sie mitmachen, geben sie uns das Potenzial und das Gold, was heute brach liegt. Ja, also eigentlich schöpfen wir nur aus unserem eigenen westlichen Kapital, nämlich aus unserem Gehirn. Und mehr ist es auch nicht. Ja. Ja. Ansonsten freue ich mich, wenn mehr Frauen reinkommen, ja. Ja. Weil es macht auch Spaß. Ja. Frauen haben natürlich auch ihre Nachteile. An der Stelle verlassen wir das Gender-Thema. Nein, also wir verlassen es, aber es ist halt, wir müssen uns bewusst machen, dass unser Gehirn unser Kapital der Zukunft ist. Und auch unser Gehirn wird das Change-Management machen und unser Gehirn wird auch uns retten über diese neue Generation und uns in die neue Generation bringen, nichts anderes. Ja, also tatsächlich an der Stelle verlassen wir das Gender-Thema und werfen nochmal einen Blick ein bisschen voraus. Wir waren jetzt viel im Hier und Jetzt, was wir so an jetzigen Kompetenzen brauchen. Wir haben da eine Frage auch aus dem Publikum, die leitet da wunderschön ein. Wie intensiv beschäftigen Sie sich mit neuen digitalen Produkten neben dem traditionellen Business? Und ich möchte die Frage tatsächlich erstmal an den Herrn Scheuerer stellen. Neue digitale Produkte neben dem traditionellen Business, auch Sie haben ein Geschäftsmodell. Sie haben vorher schon gesagt, Ihre Verantwortung geht mehr dahin, mehr Entertainer als Professor zu sein. Aber was heißt denn Digitalisierung im Geschäftsmodell auch für eine Hochschule? Also ich bin jetzt gerade gedanklich nicht in der Hochschule, sondern im Industriebetrieb. Ich habe die Frage erst anders interpretiert. Und würde den Punkt gerne aufgreifen. Ich glaube, dass das Thema Digitalisierung kein reines IT-Thema ist, sondern eben kulturell. Es reden jetzt viel mehr Leute, die von IT weniger Erfahrung haben als viele, die hier im Raum sitzen, über IT und sind teilweise auch wortführend, ja, was vielleicht auch in den Firmen sich widerspiegelt, in der Rolle sozusagen klassischer IT-Betrieb versus Start-up, das mal nebenbei gegründet wird, weil wir haben die Turnschuhe an und wir können schneller. Und die Bewahrer und die Stabilisatoren sitzen dann links im Eck, wo sie schon immer saßen. Also es wäre eine spannende Diskussion sozusagen, auf die ich eigentlich so gerne im Nachhinein vielleicht noch gerne mit den Kollegen eingehen würde. Aber jetzt, um auf Ihre Frage nochmal zur Hochschule zurückzukommen. Also wir versuchen uns als Hochschule natürlich vorne am Ball der Zeit mitzubewegen, haben aber natürlich auch feste Lehrpläne, die wir einhalten müssen, sodass wir also so ein bisschen auch in dieser Zwickmühle sind. Wir haben auf der einen Seite sozusagen eine stabile Lehre zu leisten, das ist das Fundament, deswegen sind wir da. Umgekehrt müssen wir in der Forschung sozusagen vorne mit dabei sein. Man macht das in der Regel, indem man sozusagen aufspaltet und sagt, okay, es gibt die festen Lehrpläne und es gibt dann die Forschungszentren, wo Studenten mitarbeiten und mitwirken können. Und so versuchen wir da so eine Brücke hinzubekommen zwischen Startup und sozusagen stabilen Beritt. Also beides, Effizienz und Agilität zu vermischen. Ja, genau. Wie ist es bei den drei Kollegen, die aus Unternehmen hier heute bei uns sind? Was tun Sie heute, wie viel Zeit investieren Sie in das Thema digitale Geschäftsmodelle, Digitalisierung Ihrer Produkte? Gibt es da eigene Abteilungen, gibt es da eigene Stellen, gibt es da freie Ressourcen dafür? Wie ist es bei Ihnen drei?
Also wir bei Birkenstock, wir haben jetzt noch keine klassische eigene Abteilung, die ich jetzt als wirkliche Digitalisierungsabteilung bezeichnen würde. Wir haben eine Tochtergesellschaft in München sitzen, die Birkenstock Digital, die unseren Online-Shop betreibt. Das ist ein sehr agiles Team, ein sehr junges Team, ein sehr spannendes Team, die auch viele neue Ideen haben, die auch für unser Geschäftsmodell viele neue Impulse bringen. Also heißt, wir beschäftigen uns auch mit Themen. Ich bestelle etwas im Internet, kann es im Store abholen. Wir haben in Deutschland 40 eigene Fachgeschäfte, die wir selber betreiben. Oder umgekehrt, mein Schuh ist nicht im Fachgeschäft vorhanden. Der Store bestellt es für mich und es kommt dann nach Hause. Es gibt dann auch immer mal wieder so Diskussionen, meinen Birkenstock selber im Internet bauen zu können, also dass ich mir das Leder selber auswähle, die Sohle selber auswähle, also einen persönlichen Birkenstock letztendlich herstelle und den dann nach Hause bekomme, was dann ja, das alte Geschäftsmodell eines Schuhs ein Stück weit digitalisiert. Aber auf der anderen Seite ist es uns wichtig, wir haben ein Produkt zum Anfassen, ein Produkt, was der Kunde erleben soll, wo ich natürlich im Umfeld viel digitalisieren kann. Bei uns auf der Homepage gibt es eine Kampagne Me and My Birkenstock, wo Personen aus dem täglichen Leben darüber berichten, wie sind sie mit Birkenstocks unterwegs, wie sind sie mit Birkenstocks groß geworden. Das sind so die Digitalisierungspotenziale, die wir primär im Augenblick in unserem Geschäftsmodell sehen und nutzen. Also primär auch im Bereich Kundenkontakt, CRM, Customer Experience? Wir haben ein sehr breites Geschäftsmodell. Wir haben auf der einen Seite den Wholesale bzw. den Großhandelsvertrieb, also wo wir direkt an Schuhgeschäfte Schuhe verkaufen. Auf der anderen Seite haben wir den Endkunden. Natürlich bilden wir da klassische CRM-Prozesse ab, aber wir beackern sie noch nicht so, wie ich es jetzt auch aus der klassischen Lehre kenne, sondern wir sind für unsere Kunden da, wenn sie uns anrufen und helfen ihnen, aber wir treiben im Augenblick noch nicht den Prozess voran. Du hast ja jetzt einen Birkenstock Sandale gekauft im Winter, toll, guck mal, daneben dran hängt auch die Birkenstock Socke, die brauchst du jetzt, sonst bist du nächste Woche krank. Das sind aber Prozesse im Werden. Die Kollegen sind im Augenblick an einer In-Store-App dran, okay, die es ermöglicht, im Birkenstock-Fachgeschäft dann auch mal in eine digitale Produktwelt einzusteigen, zu sehen, was bietet denn der Schuh für Mehrwerte, was bietet unser Produktportfolio für Mehrwerte, um da ein bisschen auch die Verkäufer letztendlich zu unterstützen und ja, ein bisschen noch mehr digitale Welt in das analoge Fachgeschäft letztendlich reinzubringen. Sicherlich besonders, weil ganz stark natürlich bei Ihnen auch ausgeprägt B2C, also Endkunde, der angesprochen wird direkt. Wir haben gerade gehört, schon auch eigenes Team, Birkenstock Digital, das sich um Verkaufskanäle kümmert. Wie ist es bei Ihnen, Herr Kuhn und Herr Baum im Unternehmen? Haben Sie Experten, die sich mit dem Thema Digitalisierung der Produkte, Digitalisierung des Geschäftsmodells im Alltag auseinandersetzen? Ja, also wir bearbeiten da zwei Felder eigentlich aktuell. Das eine ist, klar, wir sind ein produzierendes Unternehmen, hauptsächlich im B2B-Geschäft eben tätig. Und ja, für uns geht es erstmal natürlich um Produktivität und Effizienz, was das Thema in der Produktion angeht. Digitalisierung, also sprich, wir haben heute zum Beispiel unsere Maschinen in der Produktion nicht wirklich angebunden im Sinne von, dass wir da Daten sammeln und aus diesen Daten auch wirklich Auswertungen Erkenntnisgewinne daraus ziehen. Da starten wir jetzt, da stehen wir wirklich gerade am Anfang. Das startet jetzt aber auf breiter Front, also gerade im Papierbereich, wo wir jetzt dieses Projekt eben gerade durchführen, MES-Einführung. Das ist das erste Mal, dass wir eben auch Daten von der Papiermaschine nehmen und sie mit den produzierten Rollen in Verbindung bringen, um daraus dann entsprechend auch Erkenntnisse zu gewinnen. Und der zweite Bereich ist eigentlich ja, Customer Experience, wie Sie gerade angesprochen haben. Mhm. Wir waren jetzt sehr lange Zeit ohne CRM-System auch unterwegs. Gut, B2B-Bereich, gerade auch im Verpackungsbusiness ist es wirklich so, da lebt es ein bisschen von der Mensch-zu-Mensch-Kommunikation. Mhm. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt gerade das Projekt CRM-Implementierung auch begonnen. Mhm. Einfach weil die Kollegen aus dem Verkauf auch gemerkt haben, wir müssen da mehr
tun, um auch ja, sich ein bisschen abzuheben gegenüber dem Wettbewerb und auch dort Effizienz zu gewinnen im Verkaufsprozess. Also einfach der Weg, wenn ein Verkäufer bei einem Kunden oder Interessenten ist, bis es bei uns beispielsweise in die Entwicklungsabteilung geht und dort ein Ergebnis rauskommt, den möchten wir verbessern und beschleunigen. Und okay, das erhoffen wir uns auch davon. René, wie ist es bei euch? Habt ihr Digitalisierung als separates Thema im Geschäft, fürs Geschäftsmodell in der Truppe verlagert? Ja, also bei uns ist es so, dass wir in verschiedenen Bereichen unterwegs sind, wie ich vorher auch schon mal erwähnt habe. Ich behaupte, jede Abteilung beschäftigt sich mit Digitalisierung. Mhm. Ich glaube, es ist nicht eine Stelle, wo man sagt, du hast eine Abteilung, die sind für die Digitalisierung zuständig. Eben wie ich sage, für die Sekretärin ist es ein Blatt 1 kennen, vielleicht Digitalisierung. Für die Produktion ist es die große IoT-Datenbank, wo 1,5 Millionen Datensätze im Tag aufzeichnet und daraus wird ich dann die Produktion bewerten. Für den Verkauf ist es das CRM-Tool vielleicht, wo wir jetzt gerade auch dran sind, wo die Kundendaten gesammelt werden. Im Einkauf sieht es wieder anders aus. Also ich glaube, jede Abteilung, jede Person beschäftigt sich mit Digitalisierung, auch in der Privatwelt. Ich will immer mehr im Handy drin haben. Ich will immer mehr, also es gibt auch wahrscheinlich Effekte. Früher habe ich einen Bundesordner genommen, habe die Rechnungen abgelegt, die ich da in vielleicht bezahlt habe oder nicht, je nachdem. Und dann heute scanne ich die ein und schmeiß sie weg. Also das ist, ich glaube, jede Person macht einen Wandel von der Digitalisierung und das zentral steuern und Interessengemeinschaften zusammenbringen, das ist die Herausforderung und die richtige Digitalisierung miteinander zu verknüpfen. Aber beschäftigen tut sich jede Abteilung und jede Person mit Digitalisierung, da kommt man gar nicht drum herum, sage ich. Das ist ein großes Thema. Die Stelle einfach im Unternehmen, der ist zuständig für die Digitalisierung. Ich glaube, das gibt es so nicht. Und die Person, also ich habe gestern den HR-Leuten gesagt, was würdet ihr sagen oder wie würdet ihr die Stelle am Markt suchen? Wir brauchen einen, der die Digitalisierung umsetzt. Ja, das ist so ein Riesenspektrum. Also dieses Inserat möchte ich gerne mal in der Zeitung stehen, was da drin steht oder im Online-Portal, wie immer gesagt. Ja, das also erinnert, ich glaube, jeder beschäftigt mit dem. Ja, das erinnert so ein bisschen an das Thema früher mit dem Vertrieb, wo dann in manchen Firmen Spiegel aufgestellt worden sind und wo drüber stand, das ist unser bester Vertriebler und dann hat man sein eigenes Spiegelbild gesehen. Das könnte man vielleicht bei Digitalisierung jetzt auch wieder machen. Du bist verantwortlich für Digitalisierung, wir stellen Spiegel auf. Wir kommen so langsam zum Ende. Was mich noch interessieren würde, wo sehen Sie die Knackpunkte in den nächsten 2 Jahren, in dem Thema jetzt speziell auch mit Blick auf IT-Systeme und IT-Landschaften. Wir haben natürlich jetzt viele Vertreter auch aus IT-Abteilungen und IT-Verantwortliche im Raum sitzen. Was muss IT-Abteilung die nächsten 2 Jahre tun, um sich bei dem Thema richtig aufzustellen? John, magst du vielleicht was dazu sagen? Ja, das ist eine harte Frage. Ja, 2 Jahre ist eigentlich nicht lang. Für Digitalisierung sehr weit weg. Ich denke einfach, dass eine digitale Abteilung oder eine IT-Abteilung heute offen sein muss, sich mit dem Geschäft seines eigenen Unternehmens wirklich auseinanderzusetzen, sich mit den Leuten, die die Verantwortung für die Prozesse haben, wirklich auseinanderzusetzen, optimale Tools kennen am Markt, sich auch auf Heterogenität einstellen zu müssen, smart zu sein und vor allen Dingen sich auf den Nutzer und auf den Nutzwert zu konzentrieren. Das ist die essentielle Geschichte. Ja, wir reden auch über Usability ewig lange, ja, und ich habe auch kognitive Psychologie studiert, wo es nur um die Themen geht, Mensch-Maschine-Kommunikation. Wir sehen heute noch die Business-Applikationen, wie die aussehen, dann wird einem schlecht. Ja. Und es macht jetzt nie gerade Freude, immer damit zu arbeiten, aber das sind die Themen, was nur IT steuern kann. Ihr seid die Experten in dem Thema, ihr kennt die Tools, ihr könnt die Systeme, ihr könnt das Passwort-Bingo auseinandernehmen und dem armen Menschen erklären, wenn ihm einer was verkaufen will, was das wirklich bedeutet und wie sinnvoll das ist oder nicht. Und ich glaube, da sehe ich die Aufgabe der IT und dann wird sie auch Bedeutung bekommen und dann wird sie diesen Change auch aktiv mitmachen und es wird allen Freude machen, mit der IT zu arbeiten und das ist, glaube ich, das, was ich da nur mitgeben kann und das ist auch meine Erfahrung. Mhm. Ja, würde ich genau das Gleiche sagen. Türen aufmachen, miteinander verknüpfen, Abteilung zusammenbringen. Abteilungsdenken muss aus dem Unternehmen raus, aus meiner Sicht. Ich glaube, es muss eine Gesellschaft im Unternehmen geben, die gerne zusammenarbeitet, was bewegen will und Spaß und Freude am Arbeiten haben. Mhm. Ich glaube nicht mehr, dass ich heiße IT und IT muss schauen, dass mein Laptop läuft. Das ist
Das ist heute so, aber das ist nicht die Zukunft. Die Zukunft ist verschiedene Wissen zusammentragen, Digitalisierung nutzen und aus dem den richtigen Nutzen gewinnen und das Unternehmen weiterbringen. Ich glaube, das ist die Herausforderung, wo ich jetzt aus meiner Sicht sehe. Herr Baum, schließen Sie sich da an? Ja, also ich glaube, das Entscheidende ist, dass man in der IT Personen oder versucht, Leute zu haben, die sich für die Geschäftsprozesse interessieren und ein Interesse haben, das zu verstehen, was da passiert und dann das zusammenbringen können mit dem Wissen im Hintergrund, welche neuen Tools, Digitalisierung, welche Möglichkeiten haben wir denn? Weil wenn man das nicht hat, dann ist man einfach zu weit weg. Also wir haben jetzt, das ist nicht nur ein Renaming, aber bei uns heißt die IT nicht mehr IT, sondern Business Applications, einfach aus dem Grund, um das auch ein bisschen deutlich zu machen, wir möchten näher an das Business heranrücken sozusagen, nicht mehr nur die PCs aufsetzen oder die Server bereitstellen. Natürlich muss das funktionieren, das ist außer Frage. Aber wenn man die Geschäftsprozesse, ich sag mal, verstehen kann und möchte, dann kann man da was Gutes daraus machen, gemeinsam mit den Kollegen aus dem Businessbereich. Ja. Das wissen wir schon immer, Nomen ist Omen. Und in manchen Firmen heißt ja HR heute auch Talentmanagementabteilung. Wo sehen Sie beide die Knackpunkte für die Personalabteilung in den nächsten beiden Jahren im Kontext Digitalisierung? Ist der Knackpunkt, die richtigen Leute zu finden? Ist der Knackpunkt, die Leute mitzunehmen? Wo wird es da schwierig? Ja, also wenn ich jetzt mal 2 Jahre in die Zukunft schaue, ich sehe weniger den Knackpunkt darin, die Mitarbeiter von Digitalisierung zu begeistern, die mitzunehmen, weil die bringen aus ihrem Privatleben alles mit, was dafür notwendig ist. Es ist nicht mehr wie früher, wo die Quote, dass ein Mitarbeiter einen PC auch daheim hatte zur privaten Nutzung oder Ähnliches, relativ gering war, sondern die kennen sich heute alle tipptopp mit dem Smartphone aus, die können alle auf dem Tablet ohne Probleme arbeiten. Der Knackpunkt, den ich eigentlich eher als Unternehmen sehe, ist Geschwindigkeit aufzunehmen, um die Erwartungshaltung, die heute Mitarbeiter mit ins Unternehmen bringen. Ich kann meinen Urlaub im Internet buchen. Warum kann ich meinen Urlaubsantrag bei euch nicht im Intranet stellen, sondern muss immer noch den Papierzettel ausfüllen? Diese Erwartungen, die da hinten dran stecken, die zu erfüllen und dort Geschwindigkeiten aufzunehmen, dann auch über Fachbereichsgrenzen hinweg für solche Projekte nicht 2 Jahre zu brauchen, sondern schnell Lösungen zur Verfügung zu stellen, die dann vielleicht auch noch ausbaufähig sind. Und Evi, wie siehst du? Ja, also kann ich nur bestätigen und natürlich auch intern, das Kerngeschäft einer Birkenstock ist wahrscheinlich tolle Schuhe, bequeme Schuhe herzustellen, sage ich mal. Und das alleine wird aber nicht mehr reichen. Also der Fokus ist auch ein anderer. Das heißt, was oft hinten dran war, weil haben wir jetzt nicht die Zeit, müssen wir uns darauf konzentrieren, tolle Schuhe oder tolle Software für unsere Kunden auszuliefern, das reicht nicht mehr. Also das kann ich nur bestätigen, jetzt am Beispiel Urlaubsantrag, da kommen Junge, die seit Kindheitstagen wischen und die haben ja total irritiert, wenn die plötzlich einen Zettel ausfüllen müssen für einen Urlaubsantrag. Also das ist Mindestvoraussetzung, solche Themen digitalisiert zu haben und das wird natürlich immer mehr und das muss auch im Unternehmen passieren, weil das macht ja dann einen Spaß aus, um eben schnell zu bleiben, um flexibel zu bleiben, das gehört ja da alles mit dazu. Also, und ich denke nur, wenn ich im Unternehmen auch vorn dabei bin, kann ich das an meinem Kunden geben. Also wenn ich nicht digitalisiert bin oder oldschool unterwegs bin und jeder von uns möchte einen Kunden was verkaufen, der sieht ja das auch. Also das ist ja dann auch nicht überzeugend einem Kunden gegenüber. Also das sind die Kernpunkte. Herr Scheurer, jetzt haben Sie gerade gehört, was das für eine Erwartungshaltung ist. Jetzt haben Sie den Rohstoff heute in der Hand, mit dem die Herren in den nächsten Jahren arbeiten dürfen. Sehr aufspannend. Sie können formen, was da ankommt. Sind das wirklich die Leute? Haben die diese Erwartung? Wischen die alle nur noch? Also ja, es ist eine Wischgeneration. Aber das heißt nicht, dass sie ihre Sache wegwischen. Sie nehmen ihre Sachen schon ernst. Sie machen es nur vielleicht anders, als wir es vielleicht früher gemacht hatten, machen. Und jetzt sind wir wirklich noch nicht so alt, ne? Also jetzt wollen wir das auch nochmal klar da herausstellen. Ne? Aber es ist natürlich schnelllebiger.
Ich möchte nochmal aufzeigen, was wir an der Hochschule machen. Also auch wir nehmen das Thema Digitalisierung in der vollen Breite ernst. Wir machen Prozessverbesserungen in unserer Verwaltung. Wir haben eine große Verwaltung, da geht es um Themen, die wir schon hätten längst tun sollen, Workflows etc. Also uns selber zu verbessern. Wir bringen Digitalisierung in die Lehre, wir machen Blended Learning, wir werden künftig mit Virtual Online Vorlesungen arbeiten. Letzten Freitag zum Beispiel habe ich eine Online Vorlesung gemacht, weil ich die Leute besser erreiche. An einem Brückentag online habe ich 100 Teilnehmer, wenn ich es im Präsenzraum mache, kommen vielleicht 10. Ja? Also man kann die Mittel nutzen, wir werden auch Bots in der Lehre einsetzen, also wir werden Leute auf eine andere Art und Weise zum Lernen motivieren können, als wir es heute mit der klassischen Präsenzlehre tun. Wir werden darüber hinaus neue Studiengänge entwickeln. Wir sind gerade dabei, jetzt einen Studiengang für künstliche Intelligenz und Cyber Security zu verabschieden. Wir kriegen jetzt dann für 60 Millionen, ist eine Hausnummer, ein Digitalisierungszentrum an die Technische Hochschule. Also es bewegt sich richtig was. Und natürlich versuchen wir auf die Art und Weise auch Leute aus den nachwachsenden Generationen sozusagen für dieses Thema zu begeistern und reinzubringen, wissentlich, dass MINT-Fächer nicht alle ansprechen. Aber vielleicht haben wir die Chance, dass das Thema Digitalisierung jetzt so in die Breite kommt, als kulturell verankert ist, dass es eben nicht als MINT-Fach wahrgenommen wird, sondern auch in anderen Fächern aufgenommen, aufgegriffen und mitdiskutiert wird, aus anderen Aspekten, die dem Fach auch gut tun, weil es ist kein reines Informatikfach, sondern es ist ein Breitenthema. Und letzter Punkt, was wir jetzt heute nicht angesprochen haben, auf die Frage hatte ich noch so ein bisschen gewartet, so disruptiv. Ich möchte es mal an der Hochschulbeispiel sagen. Also wir tun jetzt sehr vieles, um gut mit dabei zu sein, aber wir haben Konkurrenz. Und die größte Konkurrenz ist zum Beispiel heute in China. In China, wir haben jetzt eine Partnerschaft mit der chinesischen Universität, die haben innerhalb von einem Jahr ein kompletten Campusgebäude hingestellt, also komplett alle Gebäude mit voller Landschaft, tutto completo fertig, und die werden jetzt von 0 auf 20.000 Studierende dort ausbilden für Informatikstudiengänge. 20.000 Studierende. Das sind also Dimensionen und Gelder, wo wir in Deutschland bloß, ehrlich gesagt, ziemlich hinterher schauen können. Und wenn wir das jetzt sozusagen reflektieren und da mithalten wollen, dann müssen wir uns schon strecken. Und das nächste wäre dann so ein bisschen selbstkritisch die Frage, ja, braucht es mich denn in der Zukunft noch oder ersetzt mich irgendwann eine künstliche Intelligenz? Wir wissen ja jetzt, ne, die sind irgendwann alle klüger als ich. IQ 3000. Genau, also da werde ich nicht mithalten können. Und ja, mit den Online-Möglichkeiten, ja, langt nicht, wenn wir ein Harvard, Stanford dieser Welt haben und die Welt betanken. Braucht man da noch eine technische Hochschule in Deggendorf? Also das sind schon Fragen, die mir persönlich ein bisschen Angst machen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich natürlich die Hoffnung, dass die Präsenzlehre, also dieser Mensch mit Menschen arbeiten, immer noch ein gutes Argument ist dafür, dass man mich trotzdem noch braucht. Aber das sind Dinge sozusagen in der Reflexion zwischen Prozessverbesserung heute und Reflexion der Zukunft, die mich schon bewegen. Also spannend, dass Sie es ansprechen. Wir konnten tatsächlich nur einen kleinen Ausschnitt jetzt gerade beleuchten, weil dieses Feld so riesengroß ist. Was spannend ist, dass wir keine feste Definition gefunden haben für Digitalisierung. Das finde ich schon mal spannend. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass wir stark in Kulturthemen jetzt gerade abgedriftet sind, obwohl wir wirklich hier ein Panel haben von fast lauter Technikern. Also die Techniker haben auf einmal einen Blick auf Kultur gefunden. Und ich denke, eins sollte hängen bleiben, also jeder wird zum Digitalisierer. Es gibt nicht den, der es tut, sondern irgendwie müssen es alle machen. Und wir sind damit nicht allein auf der Welt. Also 60 Millionen ist dann eh wieder mickrig im Vergleich zu dem, was wir gestern gehört haben, die 5 Milliarden, die der JD.com in KI-Innovation jetzt gerade steckt. Wir sind da nicht alleine. Und die Welt ist dann doch wieder kleiner geworden. Ich würde gerne noch mal eine Stunde mit Ihnen diskutieren. Aber tatsächlich ist jetzt schon Pause. Und ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Bereitschaft, hier mitzuwirken. Und vielen Dank auch an die, die Ihren Input mit reingebracht haben. Nochmal einen großen Applaus für Sie, dass Sie heute hier mitgemacht haben. Danke.